Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dishonored 2. Das letzte Mal haben wir hier heraußen aufgehört, müssen immer noch ins Büro von Dr. Hypatia. Allerdings brauche ich dafür einen Schlüssel. Den wird eventuell einer der Wachen haben. Okay, vielleicht kriege ich den leise von hinten. Schaut ganz gut aus. Ja. Der schläft schon mal. Da hinten ist noch einer, den holen wir uns natürlich auch. Oh, es sind zwei. Drei. Okay, dann doch nicht. Was haben wir hier? Das Blut des Hauses Abel. Kapitel 4, die Einleitung. Dieses Kapitel beleuchtet Edalfia Adel, die Truchsess von Culero. Mit dem Schwert in der Hand fegte sie aufopferungsvoll die Plünderer aus den Marschen und opferte ihr Leben für Serkonus. Lesen Sie über neue Einsichten in die Taten von Rabinus Abel, dem Erbauer der reich verzierten hölzernen Brücken von Sangunto. Erfahren Sie mehr über die Eroberungen, unter denen Abels durch die Handelsrouten zu den anderen Inseln eingerichtet werden konnten, die dem Land neuen Reichtum brachten. Selbst als scharenweise Siedler aus Morley nach Serkonus strömten, fanden die Abels die richtige Mischung von Wachstum und Erhalt der serkonischen Kultur. In späteren Kapiteln werden wir näher auf die Zeit unter Theodanes Abel, dem wahren Sohn von Serkonus, eingehen. Wie kein anderer vor ihm konnte der tapfere und gütige Theodanes den Osten und Westen hinter sich vereinen. Selbst die rauen Bewohner von Bastilian schworen ihm ihre Treue. Eine Insel, ein Serkonus, vereint unter Haus Abel. Und zu guter Letzt widmen wir uns Luca Abel, dem antierenden Herzog. Bekannt für seine Feste und Feierlichkeiten und für die Freude, die er auf unserer prächtigen Insel brachte. Wenn die nur alle immer nur so nett wären, wie das geschildert wird. Ah. Genau, hier war ja die Lichtschranke und die gilt es irgendwie zu umgehen. Vielleicht ja auf dieser Seite. Komme ich da hoch? Das sieht einladend aus. Ja. Okay. Hier ist eine Rune. Da drüben. Scheint nichts hier zu sein, aber wir spähen trotzdem mal. Nicht, dass uns hier noch ein Unheil erwartet, nein. Da können wir einfach so reingehen. Oho, Outsider-Schrein. Was will er denn wieder, der Gute? Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern, wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen, halb verstanden, schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden, wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Meister zum Abschluss freigegeben, dann ein Opfer vom Verrat, verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Oh ja. Kräfte erwerben. Neue Rune. Die Auswahl ist immer so schwierig. Wir haben drei zur Auswahl. Domino, Doppelgänger. Klingt ganz cool. Nachtsicht haben wir ja schon. Könnten wir verbessern. Reflexe haben wir. Beweglichkeit.
Höhe und Weite der Sprünge könnte man Vitalität. Ja, klingt doch gut, oder? Mehr Leben. So. Ist hier noch was versteckt? Walöl nehme ich gern mit. Ein Perlmutfächer. Aber ist egal. Wir müssen in dieses Büro. Das heißt, schnell zurück. Oh. Ich komme da rein, alles klar. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich in Deckung gehe irgendwie. Und wenn, dann muss ich mit einem gezielten Schuss jetzt vorgehen. Wie diesen hier. Ja gut, den hätte ich auch erwürgen können. Beziehungsweise das heißt erwürgen, zum Schlafen legen können. Da ist das Office. Haben wir hier noch was versteckt, außer eine Menge Bücher, Trauben, Befehle von Hauptmann Ramirez. Dr. Alexandra Hypatia ist heute nicht im Büro. Sie arbeitet im abgeschlossenen Auditorium der Rekuperation. Sie will nicht gestört werden. Für dringende Fälle hinterlasse ich Dr. Hypatias Schlüssel in ihrem Büro. Noch etwas. Der Hausmeister Hamilton hat in der Krankenabteilung zu bleiben, bis ich ihn verhört und über sein Schicksal entschieden habe. Wir haben ihn im kleinen Gewächshaus eingesperrt. Niemand darf mit ihm sprechen oder gar diesen Raum betreten. Hauptmann Ramirez. Das heißt, wir müssen den armen Kerl gleich da rausholen, nehmen aber den Schlüssel erstmal mit. Die gute Frau Doktor. Eliminiere den Kronmeuchler, der deine Feinde ermordet, bla bla bla. Okay, haben wir schon. Wir brauchen jetzt die Tür zum Rekuperationsraum. Alles klar. Gut, wir haben hier noch ein paar Sachen zum Lesen, aber vorher. Alexandria Hypatia. Ja, das ist die gute Frau. Ich hätte rund um die Uhr Exekutionspapiere abstempeln sollen. Zu viele Schlangen. Jetzt haben wir hier nämlich einen Brief einer Journalistin. Leitende Alchemistin Alexandria Hypatia. Ich schreibe Ihnen, da ich Sie dank eines neuen herzoglichen Erlasses, die derzeit wie Regen auf die Stadt herabprasseln, nicht persönlich sehen darf. Aber ich komme gleich zum Punkt. Welche Fortschritte haben Sie mit dem letzten Erregerstamm des Blutfliegenfiebers erzielt? Gibt es Hoffnung auf eine verbesserte Form der Edelmeier-Tinktur? Ich rede von einem Heilmittel, das das Fieber kurieren könnte, statt nur dessen Symptome zu verzögern. War eines ihrer Heilmittel wirksam? Falls ja, wann wird es den Menschen zur Verfügung stehen? Wie Sie wissen müssen, gehen unsere Elixiervorräte zur Neige und die Menschen müssen sich immer öfter an dem Schwarzmarkt wenden, um sie zu schockierenden Preisen zu erstehen. Was sagen Sie zu dieser Situation? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Ren Mancini, Kanaka-Anzeiger.
Und dann haben wir hier noch die Notizen der Doktorin. Was auch immer sie da geschrieben hat. Sehen wir mal rein. Ich muss Hauptmann Ramirez fragen, ob der Großpalast auf meinen Brief geantwortet hat. Die Verbesserung der Elmaya-Tinktur hat absolute Priorität, aber ich möchte wieder zu meinen Patienten. Sie brauchen mich. Habe ich dem Hauptmann meinen Brief überhaupt gegeben? Vielleicht schreibe ich lieber noch einen. Das kann nicht schaden. Wenn ich die Zeit finde, werde ich eine Dosis Woodward-Pulver für Leutnant Valiente zubereiten. Er hat mir eine seltsame Theorie erzählt. Er schien mindestens eine Woche lang nicht mehr geschlafen zu haben. Er war voller Angst und krankhaft misstrauisch. Er könnte sich oder andere in Gefahr darstellen. Ich habe neue Beschwerden über den armen alten Hamilton gehört. Scheinbar verbringt er seine Nächte damit, durch das Institut zu streifen und dabei von schrecklichen Dingen zu faseln, die nur er sehen kann. Er vermisst sicher die Tage, als wir hier den Menschen noch wirklich geholfen haben, so wie ich es tue. Jedenfalls würde unser neuer Hausmeister keiner Fliege etwas zuleide tun. In diesen Tagen scheinen irgendwie alle am Rande des Wahnsinns zu stehen. Ich wünschte, ich könnte mit Vasco darüber reden, aber ich habe ihn jetzt schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Geht er mir etwa aus dem Weg? Ich hoffe, ich habe seine Gefühle nicht verletzt, als ich ihm sagte, dass ich etwas Freiraum bräuchte. Aha. Neuer Missionshinweis. Mögliche Verdächtige. Dr. Hypatia hat einige Personen im Verdacht, die sich seltsam verhalten haben. Könnte einer von ihnen der Kronmeuchler sein? Das haben wir geschafft. Am besten jetzt mit dem guten Hamilton sprechen, der im Gewächshaus ist. Das Schöne ist, jetzt haben wir den Schlüssel der Doktorin. Jetzt müssten wir ja auch überall reinkommen. Ist hier oben noch was? Okay. Da bin ich in eine Falle gelaufen. Hamiltons Schlüssel. Ah. Okay. Bin ich jetzt erschrocken, ey. Das sind schon wieder die Fliegen. Ach nein, das waren die Fliegen von vorhin, ja. Oh. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Blutfliegennester zerstören. Lento, du musst entweder mutig oder verzweifelt sein, um diese Arbeit anzunehmen. Früher haben wir die Blutfliegen mit ganzen Trupps ausgeräuchert, aber der Befall ist schlimmer denn je und der Herzog hat alle Gelder gestrichen. Also zerstören wir die Nester von Hand. Folgendes musst du wissen, um am Leben zu bleiben. Erstens, wenn du an einem Blutfliegenschwarm oder Nest vorbei willst, dann halte Abstand und bewege dich langsam, sonst greifen sie an. Zweitens, wenn die Blutfliegen ruhig sind, ist alles gut. Wenn sie aufsteigen und zu glühen anfangen, gibt's Ärger. Drittens, wenn sie dich umschwärmen, dann renn oder kämpfe, zermatsche oder verbrenne sie, die Nester ebenso. Viertens, der Blutfliegenschwarm kommt zurück, bis du alle Nester dieses Schwarms zerstört hast. Das ist alles. Wird schon gut gehen. Ach ja, und noch was. Blutsteine im Nest kannst du als Bonus behalten. Lass dich nur nicht von der Garde erwischen, sonst musst du ihr Säuberungssteuer oder so zahlen. Viel Glück. Brandbolzen. Brandbolzen. Okay. Ah. Noch nie so einen Befall gesehen. Schnell weg. Okay, das erste haben wir. Okay, jetzt schön langsam bewegen. Den haben sie ja ziemlich dran gekriegt. Die und ihr Badesalz, ey. So, die Rune ist direkt hier. Jetzt haben wir wieder zwei. Verbesserte Stärke. Ist Stärke erstmal erforderlich.
Präzisionsgleiten verlangsamt die Zeit beim Gleiten. Wenn mit einer Fernkampfwaffe auf einen Feind gezielt wird. Okay, gekonntes Parieren. Parieren wird vereinfacht, kostet doch gerade mal 1, nehmen wir mit. Was haben wir sonst noch Schönes? Irgendwas vielleicht noch, das 1 kostet hier, Knochenhandwerk. Ja, jetzt können wir unsere eigenen Dinger herstellen. Ist nicht schlecht. Ob ich das nutzen werde, weiß ich noch nicht, aber wir können es jetzt auf jeden Fall. Au. Okay. Das Nest ist kaputt. Da drin ist das nächste. Ich tue euch doch nichts. Bleibt mal locker. Tür ist blockiert. Ja, leck mich doch. Da ist ein Stein, den möchte ich noch haben. Okay. Au, au, au. Hm, was haben wir denn hier? Bräunungsboxen? Dass ich nicht lache, da ist doch bestimmt irgendwo was drin. So, wie viel von den Nestern haben wir denn noch? Okay, also hier muss ich hin. Das ist schon mal gut. Ah. Was jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Ah, die Doktorin. Ich habe wieder was unter den Fingernägeln. Womit habe ich noch gearbeitet? Jod vielleicht?